Zum 40. Geburtstag der U-Bahn schenken die Wiener Linien sich selbst und ihren Fahrgästen heute statt dem Tramwaitag einen U-Bahn-Tag im Verkehrsmuseum Remise und beim Bahnhof Erdberg. Da durften die Besucherinnen und Besucher auch selbst einmal ans Steuer. Wie ein Superheld fühlt sich Marcel, denn der 10-Jährige darf heute selbst mit der U-Bahn fahren, einen Kilometer lang auf einer Teststrecke in Erdberg. Super cool! Auch die 4-Jährige Lena und viele andere freuen sich aufs U-Bahn fahren. Bei dieser Dampflok, also quasi bei der Vorläuferin der U-Bahn, machen die Erwachsenen große Augen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Ja? Und wie es vorhin geheißen hat, 150 Jahre alt, muss man mal live sehen. Nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft wird geschaut. So ist erstmals die Bahnsteigwand der neuen und vollautomatischen O5 in Wien zu erleben. Und das hautnah. Es gibt natürlich dementsprechende Sicherheitsvorrichtungen. Einzwicken kann man sich, aber es wird sich niemand verletzen dran. Wir werden es ab März 2021 einbauen. Und ab September 2021 ist dann in den Stationen Rathaus, Karlsplatz, Volkstheater, Museumsquartier. Und ab 2024 Frankplatz. Then I guess you're not me. Warteschlangen überall, besonders begehrt sind die Führungen in die Leitstelle. Die Leitstelle ist natürlich das Herz von der ganzen U-Bahn. Besonders spannend finde ich es halt, wie halt sie alles kontrollieren halt so. Ich schaue mir gerne die Technik hinter den Sachen an. Heute hat er mich eben überredet zu meinem 50. Geburtstag, dass ich mitgehe und ein paar Fotos mache für Geburtstag. Alles Gute. Danke. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ich schaue, ich gehe auch heute noch U-Bahn fahren. Also ich bin schon gespannt, wie es wird, ob ich mich sozusagen ein bisschen ins Höschen mache oder ob es geht. Den 50er auf einer 40er-Party feiern, eine ziemlich abgefahrene Idee.